Grüß Gott, Herr Dr. Maaßen. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Grüß Gott, Frau Giuliani. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wie geht's Ihnen? Wo sind Sie gerade unterwegs? Mir geht's gut. Ich bin in Bautzen. Bautzen ist in Sachsen und ich mache hier Wahlkampf. Hatte gestern eine schöne Wahlkampfveranstaltung vor etwa 200 Leuten. Und heute geht es weiter über Dresden nach Zwickau. Das ist so eine Wahlkampftour, die ich hier mache. Wahlkampftour für die Werteunion. Falls Sie, liebe Zuschauer, Herr Dr. Maaßen noch nicht einordnen können, er war Chef des Verfassungsschutzes, hat mit der Werteunion seine eigene Partei gegründet und vielleicht sind Sie so lieb und stellen sich ein bisschen selber vor, sodass jeder weiß, mit wem er es hier im Gespräch zu tun hat. Ja, sehr gerne, Frau Giuliani. Sie sagten schon, ich war Verfassungsschutzpräsident, also der frühere Inlandsgeheimdienstchef in Deutschland bis 2018. Dann hat sich Frau Merkel von mir getrennt und wir sind getrennte Wege gegangen und ich habe festgestellt, dass in Deutschland Dramatisches schiefläuft, insbesondere auch die Unterwanderung staatlicher Einrichtungen durch Linke und Linksextremisten. Und nachdem ich in der CDU versucht habe, die CDU wieder in die richtige politische Mitte zu drängen, aber mir das nicht zugelassen hatte. Ich hatte für den Wahlkampf 2021 kandidiert, habe ich dann im Februar dieses Jahres die Werteunion gegründet, eine Ausgründung aus der CDU und CSU. Und wir gehen jetzt in den Wahlkampf in Sachsen, Brandenburg und in Thüringen am 1. September und hoffen, dass wir damit ins Parlament einziehen werden. Warum wir uns sehr freuen, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, ist die Thematik Nancy Faeser in Deutschland. Das ist etwas, was wir in Österreich sehr intensiv mitbekommen haben, weil uns sehr viel an der Grundlage der freiheitlichen Demokratie liegt. Und was die Innenministerin Nancy Faeser hier gemacht hat, war eigentlich nichts von dem, was man sich so vorstellt, was der Demokratie gut tut. Was man sich da so vorstellt, ist eigentlich, dass man mit Augenmaß und ausgewogen versucht, eine gesunde Gesellschaft auszubalancieren. Also da darf es eigentlich nicht Radikalität und Aggressivität geben, und persönliche, eigenmächtige Entscheidungen von Ministern, sondern das sollte eigentlich, man sollte versuchen, sich auf die Rechtsgrundlagen zu berufen. Und was ich jetzt über die Thematik dieses Verbots, das die Nancy Faeser gemacht hat, dieses Magazins verstanden habe, ist, dass sie mehr oder weniger einen rechtlichen Trick angewendet hat und das Ganze in einen Verein umgewandelt hat, den man dann verbieten kann. Könnten Sie uns da ein bisschen, Sie sind ja Jurist auch, einen Einblick geben aus Ihrer Position, wie Sie das finden, wie das möglich ist und wo da in Ihren Augen, die Reise hingeht, ob das nicht fatal und gefährlich ist, was da passiert. Ja, ich kann es erklären. In Deutschland wie in Österreich gilt Zensurfreiheit. Zensur ist verboten. Das heißt, der Staat darf nicht einfach Presseerzeugnisse, Fernsehsender einfach schließen, nur weil die Meinung dem Staat oder der Regierung gerade nicht passt. Was allerdings gemacht werden kann, wenn in einzelnen Sendungen Straftaten verwirklicht werden, Beleidigung, Volksverhetzung, kann das beanstandet werden. Aber das Magazin oder das Medium darf nicht geschlossen werden. Nun haben wir in einem ganz anderen Rechtsgebiet eine Norm, die besagt, dass Vereine verboten werden können. Wobei der Begriff Verein in einem sehr weiten Sinne verstanden wird. Nicht der klassische Club, sondern auch Gesellschaften, Firmen können verboten werden. Also in einem weiten Sinne ist es zu verstehen. Und der Hintergrund ist der, zum einen sollen Vereine oder dürfen Vereine verboten werden, die auf die Begehung von Straftaten hinauslaufen, meinetwegen die Mafia oder Rockergruppen dürfen verboten werden. Die zweite Fallgestaltung ist, wenn es sich eine Vereinigung bildet, die gegen die Völkerverständigung gerichtet ist, also man im Grunde genommen eine Privatarmee gründen will und man will einen Krieg machen. Und das dritte ist, wenn es eine Vereinigung gibt, einen Verein gibt, der sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland richtet. Das heißt, man will einen totalitären Staat. Das sind so meinetwegen rechtsextremistische oder linksextremistische Gruppen, die einen totalitären Staat wollen. So, und nun ist Frau Faeser hingegangen und hat sich gedacht, okay, Kompakt kann ich nicht verbieten. Ich kann noch nicht mal Strafverfahren gegen Kompakt einleiten, weil denen nichts vorzuwerfen ist. Aber Kompakt wird getragen von einer GmbH. Das heißt also von einer Firma. Und eine Firma ist im Sinne des Vereinsrechts, also des Verbotsvereinsrechts, dann auch ein Verein. Und dann sagte sie, ja, jetzt wird in dem Medium gehetzt.
gehetzt in dem Sinne, dass sie sagt, hier findet menschenverachtende Hetze, rassistische Äußerungen, antisemitische Äußerungen statt. Und dies widerspricht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und ist aggressiv kämpferisch. Und deswegen verbiete ich jetzt die Gesellschaft, die jetzt kompakt trägt. Und damit ist auch das Magazin vom Markt genommen. Genau das hat sie dann auch gemacht. Das heißt, sie hat erstens konstruiert aus Äußerungen des Herausgebers, aus Äußerungen im Magazin. Das wären Aussagen, die auf die Überwindung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ausgerichtet sind. Zweitens hat sie dann das Zensurverbot einfach umgangen, indem sie die Gesellschaft verboten hat. Und ich muss sagen, das ist nicht nur ein Kavaliersdelikt, was diese Frau hier macht, mal eine Norm etwas schief anzuwenden, sondern ihr Verhalten selbst schadet der freiheitlich-demokratischen Grundordnung massiv, weil die Presse und die Meinungsfreiheit zentral sind. Sind konstituierend für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wenn eine SPD-Innenministerin, der eine Nähe zur Antifa nachgesagt wird, in unserem Staat entscheidet, welches Medium, ich sage mal deutlich, platt gemacht wird und welches weiter existieren kann, dann haben wir hier einen Frontalangriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sie haben das ja sehr schön auf Ihrer Website gesagt. Sie haben gesagt, im Moment steht eigentlich alles auf den Kopf und man muss versuchen, es wieder auf die Füße zu stellen. Und wenn man sich das anschaut, ich habe es zu Beginn schon gesagt, es ist immer mehr Radikalität, Aggressivität und hier versucht man nicht mit Augenmaß etwas auszubalancieren, die verschiedenen Meinungen von mir aus auch, sondern sie werden platt gemacht, so wie Sie es gesagt haben. Das ist eigentlich sehr bedenklich, weil das ist nicht mehr die wunderbare Welt, die wir uns hier in Europa aufgebaut haben und in der gerne alle wohnen möchten. Wann hat es denn sowas das letzte Mal gegeben, dass man ganz einfach so radikal agiert? Nein, man muss die ideologischen Hintergründe dieser Leute auch sehen. Also von Frau Faeser in Deutschland und auch von anderen Linken, die ich als Linksradikale, teilweise auch Linksextreme bezeichnen würde. Der ideologische Hintergrund ist, das sind Leute, die der Auffassung sind, sie vertreten die Wahrheit und deren Position ist die einzig richtige und deren Ideologie. Und aus deren Perspektive sind nur diejenigen Demokraten, die diese Position vertreten. Alle anderen sind keine Demokraten. Wir also sind Faschisten, Nazis, Rechtsextremisten, Schwurbler. Aber die sind die Demokraten. Und denen ist es gelungen, diesen Demokratiebegriff, den sie sich selber konstruiert haben, nämlich zu sagen, nur wir sind die Demokraten, wie unser Bundespräsident sagt, unsere Demokratie oder andere sagen die progressive Demokratie. Die haben es geschafft, diesen Demokratiebegriff durch die Mainstream-Medien in die Öffentlichkeit reinzutragen. Dass sogar in der CDU viele sich sagen, wir Demokraten müssen zusammenhalten und wir Demokraten heißt das gesamte Linksspektrum. Alle anderen sind keine Demokraten. Und dann ist es denen auch mit dem Kunstgriff gelungen, den Begriff Meinungsfreiheit zu verengen, indem sie sich sagen, Hass und Hetze ist keine Meinung. Und sie definieren, was Hass und Hetze ist. Hass und Hetze ist all das, was nicht deren Meinung entspricht. Das heißt, die Meinungsfreiheit, die beschränkt sich letztendlich nur auf den linken Mainstream. Und wenn jemand eine andere Position vertritt, meinetwegen in Sachen Familie, in Sachen Gender, in Sachen Energiepolitik oder Migrationspolitik, ist dies Hass und Hetze und nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und das ist eine Ideologie, die typisch linksextremistisch ist. Die DDR nannte sich nicht ohne Grund Deutsche Demokratische Republik, weil deren Vorstellung war, Demokratie kann es nur im Sozialismus geben und keine Demokratie gegen den Sozialismus. So, und diese Mentalität hat sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten schleichend durchgesetzt, Bahn gebrochen. Man kann sagen, das ist eine Frucht der 68er, eine Frucht des langen Marsches von Linksextremisten durch die Institutionen. Und in den letzten ein, zwei Jahren hat es rapide zugenommen. Man könnte sagen, diese Leute sehen keine roten Linien mehr, keine Grenzen mehr und sind offensichtlich der Meinung, alles, was sie tun können, werden sie auch tun und wollen sie auch tun, sehen keine Bindung mehr an Recht und Gesetz, sondern verweisen darauf, wenn einem etwas nicht passt, kann man ja zum Richter gehen. Und diese fatale Entwicklung, ich weiß nicht, wo sie enden wird. Ich habe den Eindruck, das Tempo, das in den letzten Monaten zugenommen hat, beschleunigt sich weiter. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich dann den Zusammenbruch unserer Gesellschaft erleben, wenn es nicht vorher gestoppt wird.
Ich habe das Gefühl, wie wenn sie sich von innen selbst zerfrisst. So in etwa kommt mir das vor. Alles, was eigentlich positiv in dieser Gesellschaft konstruiert worden ist von vielen klugen Köpfen und von vielen klugen und guten Politikern, richtet sich jetzt gegen die Gesellschaft selbst, weil es wird ausgehöhlt. Und es entsteht auf allen Ebenen eine ungeheure Disbalance, auch in den Menschen, in jedem Einzelnen selbst. Wir tragen das dann in unseren Herzen, weil es irgendwo nichts mehr gibt, auf das wir vertrauen können, was sicher ist. Es wird uns ja auch in der Kommunikation gesagt, man soll quasi nicht mehr andere verstehen. Ein sehr präsentes Wort in der Gesellschaft ist ja das, du bist ein Putin-Versteher. Das ist ja ein Selbstläufer mittlerweile. Aber wenn man sich dieses Wort hernimmt und es genau überlegt, ist es fatal und es schafft es in einem Wort zu zeigen, wo gerade die Reise hingeht, anstatt dass man in einer Demokratie und in einer liberalen Gesellschaft sich bemüht, den anderen zu verstehen, auch wenn er einer völlig anderen Meinung ist, mit der man nicht konform ist, um zu schauen, welche Synergien es dann gibt, wird einem gesagt, hör dem gar nicht zu, der hat eine andere Meinung als du, der muss weg, der ist böse, der ist schlecht. Das zieht sich durch alle Themen durch. Und ich würde jetzt gern zum nächsten Thema gehen, wo wir das ganz intensiv erleben. Die größere Ebene ist die EU-Ebene. Da wurde jetzt die Frau von der Leyen im Prinzip mit demselben Schmäh, dass sie sehr radikal agiert hat und vorher was versprochen hat, was nachher wieder weg war, also quasi wiedergewählt. Wir haben diesen Konflikt NATO-Russland, eine enorme Disbalance, man darf nicht miteinander sprechen. Der Herr Orban aus Ungarn hat sich bemüht, in einer Art Friedensmission der Welt zu zeigen, dass es notwendig ist, miteinander zu reden und zu schauen, ob es Synergien gibt. Helfen Sie uns, die verschiedenen Perspektiven besser zu verstehen und wo glauben Sie, wo da die Gefahr liegt, wo die Reise hingeht? Nun, also man hat hier wirklich den Eindruck, alles, was früher richtig war, ist heute falsch und alles, was früher falsch war, ist heute richtig. Der frühere deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher, der sich nun sehr auch im Kalten Krieg dafür eingesetzt hatte, dass geschlichtet wird zwischen den jeweiligen Blöcken, der wird sich, glaube ich, im Grabe umdrehen, wenn er sehen würde, wie Frau von der Leyen in Brüssel und Frau Baerbock als Außenministerin in Deutschland agieren, nämlich weniger als Diplomaten, sondern vielmehr als möchtegern Kriegsminister. Also das, was in Brüssel und auch in Berlin betrieben wird, ist so verrückt, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Nämlich immer mehr Öl ins Feuer gießen, zu verhindern, dass es überhaupt Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen gibt, sondern immer weiter diesen Konflikt zu befeuern. Und da muss man einen Verdacht haben. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, sondern Jurist. Man muss einen dringenden Tatverdacht haben. Die wollen einfach diesen Krieg und die wollen vielleicht auch einen großen Krieg, aus welchen Gründen auch immer, dass nahezu keine Chance ausgelassen wird, weiter Waffen in die Ukraine zu liefern, weiter diesen Konflikt zu befeuern, weil Frau von der Leyen und auch Frau Baerbock, auch wenn sie es manchmal so tut, sind nicht wirklich dumm. Denen muss klar sein, dass ein Krieg gegen Russland nicht zu gewinnen ist. Zu glauben, sie können Putin stürzen, zu glauben, sie können in Russland mit Leopard-2-Panzern einmarschieren, ist illusorisch. Illusorisch ist auch zu glauben, wir würden in der Ukraine die Werte des Westens verteidigen, ist dumm. Das ist ein Vorwand, dem noch nicht mal Milchmädchen glauben. Welche Werte da verteidigt werden, das sind wahrscheinlich die Werte von amerikanischen Investoren oder von wem auch immer, werden dort verteidigt, aber nicht unsere Werte, jedenfalls Werte im Sinne der Gemeinschaft und des Gemeinwesens der europäischen Staaten. Von daher unsere Position ist, es muss endlich Frieden herrschen, die Waffen müssen schweigen und ich bin auch sehr dankbar, dass Herr Orban diesen Schritt gegangen ist und zu versuchen, zwischen den Fronten zu moderieren und einen Waffenstillstand zu initiieren. Und ich habe auch die Hoffnung und Erwartung, wenn Trump Präsident würde, dass dann der Krieg endlich zu Ende ist. Ja, man kann jetzt diese Politiker finden, wie man will, aber das war eine wunderbare und unglaublich logische, wichtige Initiative, vor allem wenn man liest, dass auch in Deutschland bereits viele junge Menschen für die Wehrpflicht rekrutiert werden. Ich glaube, dass da viele einfach schlafen. Oder jetzt meine psychologische Perspektive darauf, es wird hier unser Bedürfnis ausgenutzt,
jemanden vertrauen zu können. Und solange so die da oben, wo man, die man ja oft auch auf der psychologischen Ebene mit dem Elternersatz, dem Familienersatz vergleicht, ja, van der Leyen, Baerbock oder bei uns Nehammer und diese grünen Politiker, das sind ja die, die die Staatsgeschäfte lenken. Das sind die quasi die Oberhäupter des Familie, der Familie des Landes im Moment. Und wir haben immer noch dieses Bedürfnis in uns, irgendjemanden zu haben, dem wir vertrauen können. Und solange die so tun, als wäre alles wunderbar und weiter an der Eskalationsspirale drehen, ohne dass man den Eindruck hat, sie wären jetzt nervös oder es könnte uns irgendwas passieren, vertrauen ihnen die Menschen und denken sich, na, wenn die entspannt sind, können wir auch entspannt sein. Und das ist, glaube ich, eine fatale psychologische Ebene, wo die Menschen eigentlich aussteigen sollten und sagen sollen, ich gehe mal einen Schritt zurück und beurteile für mich selbst, wie ich das tatsächlich auf der faktenbasierten Ebene finde. Man sollte das nicht mit der emotionalen Ebene vermischen. Ich weiß, das ist jetzt nicht hochpolitisch, aber doch eigentlich, weil wie erreicht man auch als Politiker die Menschen, indem man ihnen das Gefühl gibt, sie können einem vertrauen. Und hier ist für mich grober Missbrauch im Spiel. Jetzt, Sie haben schon Ja, gemeint. darf ich da etwas anfügen, Frau Ja, Giuliani? Ja, natürlich. ich bestätige Ihre Einschätzung. Ich bin jetzt, wie ich sagte, hier in Bautzen, das ist der östlichste Teil von Sachsen. Diese Leute haben nicht nur Demokratieerfahrung, sondern diese Leute hier haben auch Diktaturerfahrung. Und die vertrauen nicht blind. Und sie wussten, wie ihr Vertrauen bis 1989 ausgenutzt worden war von einem Regime. Und sie wussten, dass wenn sie was in die Rentenversicherung von 89 eingezahlt hatten, nach 1990 nur noch wenig rausbekamen. Und sie wussten, dass das Geld dann umgetauscht wurde und dann nur noch die Hälfte wert war. Also sie wussten, dass Vertrauen missbraucht werden kann von staatlichen Stellen. Und in der Tat, wir leben derzeit in einer Zeit, gerade wenn man im Westen aufgewachsen ist, in einer Wohlstandsgesellschaft, man konnte sich auf alles verlassen. Wenn man als junger Mensch in eine Lebensversicherung eingezahlt hatte, dass man mit 65 oder so sie ausbezahlt bekommt. Wenn man in einen Zug einsteigt, der Zug dann auch pünktlich am Ziel ankommt. Man konnte sich darauf verlassen und viele Leute verlassen sich heute immer noch darauf, weil in ihrem kleinen Lebensbereich das doch noch irgendwie funktioniert. Und Aber weil mehr wir und das mehr. auch brauchen, wir wünschen uns das. Wir wünschen uns das Wir wollen natürlich. ja geliebt werden. Ja, so. In der Tat, das Problem, das wir derzeit haben, ist Vertrauensmissbrauch, und ein noch immer blindes, naives Vertrauen in der Hoffnung, ich werde nicht mehr weiter betrogen. So ähnlich wie die Ehefrau, die riecht an ihrem Mann, dass er von einer anderen Frau kommt und hat die Hoffnung, er hört doch auf damit, ja. So, dieses Grundvertrauen, das jeder Mensch hat, vom Kind an bis zum alten Menschen, dass man es mit anderen zu tun hat, die es ehrlich mit einem meinen, wird von Politikern bewusst ausgenutzt. Man kann schon fast sagen, industriell ausgebeutet. Das sahen wir jetzt bei vielen staatlichen Leistungen, die in Milliarden ausgeschüttet worden waren, die in dunklen Kanälen der Asylindustrie verschwinden. Das sahen wir bei Corona mit Maskendeals, mit diesen unglaublichen Verträgen, die Frau von der Leyen über ihr Smartphone mit Pfizer und dergleichen abgeschlossen hatte. Immer mehr Menschen merken es, allerdings gibt es immer noch zu viele, die ein naives, infantiles, kann man fast sagen, Grundvertrauen eben in diese Politiker haben. Ja, und das Absurde daran ist, dass dieses, wie Sie sagen, infantile Bedürfnis eigentlich was wahnsinnig Schönes ist. Das macht uns Menschen aus, ja. Und dass das missbraucht wird, ich meine, man kann ja auch lesen, wie Propaganda funktioniert, wie die Manipulation funktioniert, dass das ganz bewusst bis über die Werbung in jedem Kaufhaus benutzt wird, damit wir uns eigentlich gegen uns richten und nicht einmal mehr erkennen, Genau. was wirklich gut für uns wäre. Das ist wirklich ein ganz ein böses, subtiles Spiel, das man wirklich nur ein bisschen begreifen kann, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzen musste in seinem Leben. Und ich fände es schöner, wenn es nicht so wäre, wie es gerade ist. Aber weil wir bei Missbrauch sind und Vertrauen, was wir jetzt gerade erleben, ist, dass Kiew sagt, okay, ihr da in Ungarn, ihr kriegt's jetzt hier, wir drehen euch die Pipeline ab, ja? So, und in Slowenien, wir drehen euch die Pipeline ab. Jetzt verstehe ich das nicht. Wie kann da eigentlich die EU tatsächlich zuschauen? Das ist ja der nächste Vertrauens- und Vertragsbruch. Schauen Sie, auf der einen Seite wirkt Staaten wie Polen
oder wurde bis zum Regierungswechsel Polen und auch Ungarn vorgeworfen, sie würden sich nicht an die Verträge halten. Es wurden Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, bis hin, dass zugesagte Unterstützungsleistungen, Zahlungen einfach eingestellt wurden, gerade bei Ungarn. Als Jurist würde ich das einfach als Erpressung bezeichnen. Und dieser Erpressungscharakter, der wurde sehr deutlich auch bei Polen. Kaum gab es den Regierungswechsel, ohne dass sich die Politik da geändert hätte unter Tusk, wurde von heute auf morgen das Sanktionenregime gegen Polen abgeschafft. Ja, die Polen haben die Mittel bekommen. Also es geht hier darum, dass die EU nötigungsgleich versucht, Staaten, die nicht auf Linie von Brüssel und Berlin sind, zu einem politischen Verhalten regelrecht zu zwingen. Das sehen wir jetzt auch bei Orbán und seiner Friedensmission, wo Frau von der Leyen, das muss man sich mal vorstellen, wie sie zum Frieden steht, dass Frau von der Leyen sagt, bei Veranstaltungen des informellen Europäischen Rates werden keine Kommissare mehr teilnehmen, sondern es werden nur noch Mitarbeiter geschickt, ja, um zu deutlich zu machen, dass sie jedenfalls die Politik, die Friedenspolitik von Orbán nicht akzeptiert. Das ist auch eine Art der Nötigung, die hier betrieben wird, nicht nur der Respektlosigkeit, sondern der Nötigung gegenüber dem derzeitigen Ratsvorsitzenden. Und das, was jetzt in Sachen Energieversorgung geschieht, ist genau das Gleiche. Man versucht, Ungarn unter Druck zu setzen, indem die Energieversorgung blockiert wird. Man versucht, Ungarn zu einem Brüssel-genehmen Verhalten zu zwingen. Dass das nichts mit den europäischen Verträgen zu tun hat, sollte eigentlich jedem Blinden klar sein, dass das auch nichts zu tun hat mit der Aufgabe der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission ist nicht die Nötigungseinrichtung in Brüssel, sondern ist letztendlich Diener der Interessen der Nationen, Europas. Das sollte letztendlich auch jedem klar sein. Also wir haben es hier zu tun mit einer schon fast kriminellen Entwicklung der europäischen Institutionen. Ich bin auch der Meinung, auch Europa muss vom Kopf auf die Füße wieder gestellt werden. Wir brauchen eine Europäische Union, aber eine andere Europäische Union, die unseren Interessen entspricht und nicht die hier ein Eigenleben entwickelt und die Mitgliedstaaten nötigt. Man kann hier sehr schön sehen, dass hier überhaupt keine Augenhöhe Kommunikation da ist innerhalb der EU. So nach dem Motto, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, ist mehr der Umgang. Ja. Genau, und wenn man ja weiß, dass die EU als Friedensprojekt initiiert worden ist, das ist ein Friedensprojekt, dann ist sie jetzt eigentlich ein Kriegsprojekt, anders kann man es nicht beschreiben. Zumindest nehme ich es so wahr, und ich sehe an der EU eigentlich die Teilnehmer, die eben für Frieden aufstehen, wie einen Herrn Orban, und man kann ihn dann finden, wie man will. Die halte ich für sehr notwendig, und die werden jetzt jedenfalls gemaßregelt, und zwar von der EU, wo sie eigentlich Teilnehmer sind. Also das ist ja vollkommen irre in Wirklichkeit. Man schließt immer wieder, vielleicht können Sie uns das auch ein bisschen helfen einzuordnen. Ich stelle ja hier nur die Fragen, die sich viele Zuschauer stellen. Ich weiß genauso wenig wie meine Zuschauer und bin immer sehr dankbar, wenn so kluge Köpfe wie Sie helfen, da ein bisschen Licht in diese Sache zu bringen. Man liest immer wieder, dass quasi die Ukraine schon viele Eigentümer hat, ja, was ja auch eine interessante Ebene ist. Die gehört BlackRock, die gehört JP Morgan. Man sieht dann irgendwo Videos, wo sich daher Zelensky quasi, wo man sagt, das ist eine Eigentümergesellschaft gewesen, mit sehr großen Geldgebern trifft. Wie ist das zu beurteilen? Weil man hat ja dann das Gefühl, okay, der ist dann nicht mehr daher im eigenen Haus in der Ukraine, wenn das stimmt. Ich habe auch den Eindruck, dass Herr Selinski einfach nur das Aushängeschild von Interessenträgern ist in der Ukraine. Er ist von Beruf Schauspieler, er spielt diese Rolle sehr gut. Er ist nicht mehr der gewählte Präsident der Ukraine. Es wird immer so getan, als ob er Präsident der Ukraine ist. Ja, kommissarisch schon, aber die Wahlen in der Ukraine hätten schon längst stattfinden sollen. Er ist nicht auf Lebenszeit gewählt, sondern die Wahlperiode ist abgelaufen. Er hat sich nicht wieder zur Wahl gestellt und die Wahlen einfach nicht stattfinden lassen. Also mein Eindruck ist, es geht hier nicht um die Interessen des ukrainischen Volkes in diesem Krieg, in dem Konflikt. Es geht um die Interessen von denjenigen, die sehr, sehr viel Geld in der Ukraine investiert haben, von denen, die auch in Russland gerne viel Profit machen wollen und wo Putin mit seiner
sage mal, investorenfeindlichen Art, jedenfalls westlichen Investoren gegenüber, denen diese Zugänge zu Rohstoffen und zu Märkten bislang verbaut hat. Es geht, glaube ich, um viel Geld, Ja. aber mehr noch geht es um etwas anderes, was eigentlich noch scheußlicher ist. Wissen Sie, die europäischen Unternehmer, die wollen Geld verdienen, sie wollen Profit machen, sie wollen wohlhabend, sie wollen vielleicht auch reich werden. Bei denen auf der anderen Seite des Atlantiks ist Geld nur ein Mittel zur Macht. Es geht um Machtausübung und auf eine perfide Art und Weise. Nicht umsonst wurde schon unter Bismarck die US-Demokratie nicht als Demokratie, sondern als Plutokratie bezeichnet, nämlich die Herrschaft des Geldes von wenigen, die den vielen die das Gefühl geben, mitbestimmen zu können. Und mein Eindruck ist, dass die amerikanischen Philanthropen, übersetzt auch Oligarchen, die in der Ukraine investiert haben und gerne in Russland investieren, ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, dass dieser Krieg sich noch einige Zeit hinziehen wird, auch wenn sie die Kriegsziele in Russland nicht erreichen können, dass sie jedenfalls viel Geld durch diesen Krieg verdienen. Wir dürfen nicht vergessen, das ist, was wir derzeit erleben, auch ein immenser Vermögenstransfer von Europa in Richtung USA, weil wir Europäer, vor allem wir Deutschen, die Waffen bezahlen, die in Amerika hergestellt werden, Genau. sodass das eine Verschiebung von Vermögenswerten ist. Ja, Krieg und Rüstungsindustrie ist ja auch ein wunderbares Vermögensgeschäft und ein Geldgeschäft. Aber wie ist das jetzt genau mit der Ukraine? Angeblich gibt es ja jetzt doch Interesse an Friedensverhandlungen, also steht zumindest in den Mainstream-Medien, also China. Und Russland und die Ukraine reden irgendwie miteinander. Aber es war doch bis jetzt immer die Thematik, dass die Ukrainer niemals akzeptieren würden, dass sie mehr oder weniger die Gebiete nicht zurückbekommen, die Russland eingenommen hat, wo eben die russischstämmige Bevölkerung lebt, die sehr von der Ukraine angegriffen worden ist seit 2014. Und die Russen möchten, dass die Sanktionen eingestellt werden. Sehen Sie da eine reelle Chance, dass es da wirklich zu Friedensgesprächen kommt, oder ist das eine Zeitungsente, weil all jene Politiker, die jetzt die Wahlen vor der Tür haben, das Wort Frieden schon so lange nicht mehr in den Mund genommen haben, dass sie quasi jetzt über Frieden plappern, um es einmal so runterzubrechen. Wie viel Ernsthaftigkeit ist da dahinter? Also mein Eindruck ist, Sie sagten gerade, die Ukraine würde niemals diese Gebietsverluste akzeptieren. Ich glaube, die Ukraine wird wie alle anderen Realitäten akzeptieren müssen. Und die Realitäten werden nicht von der Ukraine geschrieben, sondern im Konflikt werden die Realitäten vom Kriegsverlauf entschieden. Mein Eindruck ist, die Ukraine wird sich damit abfinden müssen, dass die Ukraine Gebiete abgeben wird. Vielleicht werden es noch mehr sein, wenn die Fronten zusammenbrechen könnten, weil nicht mehr genügend Soldaten und genügend militärisches Material da sind. Vor dem Hintergrund steht die Ukraine derzeit aus meiner Sicht wirklich mit dem Rücken an der Wand. Auf der einen Seite fehlen Soldaten. Die Soldaten, die können vielleicht nur noch für eine begrenzte Zeit auf den Straßen Kiews und in der Ukraine eingefangen werden. Aber dieses Kanonenfutter geht der Ukraine aus. Auf russischer Seite sieht das schon ein Stück weit anders aus, weil Putin so klug ist, die wirklich kampfkräftigen Truppen zu schonen, auch mit Blick darauf, dass er nicht weiß, ob es doch zu einer großen Auseinandersetzung mit der NATO kommen wird. Und dann haben wir die amerikanischen Wahlen vor der Tür am 5. November. Das könnte für die Ukraine letztendlich auch bedeuten, dass ein Präsident Trump den Stecker zieht und sagt, es gibt keine Unterstützung mehr und keine Waffen mehr aus den USA. Und dann steht Selinski und stehen die Oligarchen in der Ukraine und die Plutokraten in den USA stehen so ziemlich alleine da. Ich glaube, das hat man vor Augen und vor dem Hintergrund kann es durchaus sein, dass man sich jetzt schon auf Gespräche einlässt und wie wir in der Vergangenheit ja schon bei den Taliban gesehen haben, die ja auch dämonisiert und verteufelt wurden, gab es dann plötzlich auch Gespräche, die dann in Katar stattfanden und plötzlich zu einem Ergebnis führten, einem Friedensvertrag. Also man kann es jetzt ein bisschen so runterbrechen, dass man sagt, es geht eigentlich darum, sich jetzt schon möglichst alle Türen zu öffnen, sodass nichts verschlossen bleibt, wenn man nicht weiß, aufgrund der Wahlen,
wo die Reise dann wirklich hingehen wird. Okay, Richtig. interessante Einschätzung. Dann noch das Thema Corona und RKI-Files. Viele wissen nicht mal, was RKI heißt, immer noch nicht. Das Robert-Koch-Institut hat im Prinzip die Devise oder man hat sich in Deutschland auf das Robert-Koch-Institut berufen bei allen Lockdowns und Maßnahmen, die es während Corona gegeben hat, und hat gesagt, die Experten im Robert-Koch-Institut sagen das und deswegen machen wir das von der politischen Ebene. So. In Wirklichkeit, nachdem diese Robert-Koch-Institut-Files minutiös verschriftlicht worden sind die jetzt quasi geleakt worden. Man kann sie lesen, man liest, was eigentlich diese Experten dort gesagt haben, und im Prinzip haben die Experten alles richtig gemacht. Sie haben gesagt, was Sache ist, und im Prinzip steht da drinnen, dass jene, die man verdammt hat, eingesperrt hat, ausgegrenzt hat an Wissenschaftlern, Politikern und auch an Ärzten, dass die Recht hatten. Also, und das ist eigentlich sehr schlimm, weil es einerseits schön, andererseits schlimm für die vielen Menschen, die geglaubt haben, was man ihnen hier erzählt hat. Das ist ja der nächste Riesenskandal. Es müsste ja eigentlich die gesamte Presse, es müsste das Unterste zu Oberst gekehrt werden, weil so viel an Schaden entstanden ist, ökonomisch, politisch, wirtschaftlich, menschlich, persönlich, psychisch, das ist unvorstellbar. Ja. Jetzt meine Frage an Sie. Sie waren ja der oberste Geheimdienstchef lange genug, und zum Thema Corona gab es in den Nullerjahren, also 2000er Jahren, da waren Sie Stabsleiter im Bundesinnenministerium und auch für Terrorismusbekämpfung verantwortlich, gab es so Übungen, länderübergreifende Krisenmanagement-Übungen. Und man glaubt es nicht, aber es war tatsächlich so, dass es da eine Übung gegeben hat, eine Pandemieübung mit Coronaviren. Damals, die, und so hieß es, aus Südchina quasi übertragen wurden, ausgelöst durch eine Fledermaus. Und da wurde eben quasi der Ernstfall geübt. Das ist ja eigentlich an Skurrilität kaum zu überbieten, ja, dass sowas stattgefunden hat. Und natürlich untermauert es viele Menschen und viele Meinungen, die sagen, naja, die haben ja das eh schon alle vorher geprobt, geübt, das war quasi schon im Plan. Was können Sie uns dazu mal ganz ehrlich und offen sagen? Wie soll man das einschätzen? Es ist ja dann genau mehr oder weniger so gekommen. In der Tat, und die Zuseher, Zuschauer, die sich dafür interessieren, können auch auf der Webseite des Deutschen Bundestages einen Bericht dazu auch runterrufen. Er ist als Bundestagsdrucksache, ich glaube, 2011 herum veröffentlicht worden, über diese Risiken und diese Übung einer Corona-Pandemie. In der Tat, das ist geübt worden und in meinen früheren Funktionen habe ich an Übungen immer wieder teilgenommen, weil ich für Terrorismusbekämpfung und große Behörden zuständig war. Manchmal ging es in Übungen um multiple Terroranschläge, um schwierige Krisen und Lagen. Hier ging es dann um die Ausbreitung des derartigen Coronavirus. Ich war in der damaligen Funktion, dass ich dann beurteilen musste, sind meine Behörden für dich verantwortlich, war im Ministerium noch arbeitsfähig oder sind plötzlich alle Mitarbeiter krank und so weiter. Jedenfalls, das ist geübt worden und vor dem Hintergrund 2020, als dann dieses Virus kam, habe ich das auch aus einer anderen Perspektive wahrgenommen. Und da dachte ich mir, es kann jetzt hier alles stabsplanmäßig ablaufen. Ja? Das heißt also, wenn ein unbekanntes Virus aus China käme, was macht man als erstes? Man macht die Grenzen zu. Quarantäne für alle Leute, die aus China oder aus nahegelegenen chinesischen aus Ländern zu uns kommen. Aber wir haben das genau das Gegenteil gemacht. Genau das Gegenteil. Lockdowns waren kein Thema gewesen, sondern natürlich die Kranken, die müssen isoliert werden, aber nicht die Gesunden, die möglicherweise infiziert ist. Und vor dem Hintergrund hatte ich damals schon mir die Frage gestellt, warum läuft eigentlich alles anders, als es eigentlich laufen sollte und eigentlich auch so eingeübt war? Und da hatte ich keine, es ist keine Verschwörungstheorie, sondern ein Tatverdacht. Die wollten es offensichtlich, dass es anders läuft. Sie wollten offensichtlich, dass sich das Virus ausbreitet. Das dachte ich mir, weil ansonsten hätte man sich ja anders verhalten. Man hätte ja nicht gesagt, lass die Fußballspiele stattfinden, lass den Karneval stattfinden, lass doch alle Leute aus China einreisen, sondern sie haben sich so verhalten, wie man sich verhalten würde, damit ein Virus sich ausbreitet. Das ist für mich jedenfalls ein Tatverdacht und
Da sollte man heute auch vor dem Hintergrund der von Ihnen angesprochenen RKI-Files die damals handelnden Personen einfach mal vernehmen. Das Problem ist nur, dass diese handelnden Personen in Deutschland sowie in Österreich und auch in anderen Ländern immer noch in der Regierung sitzen. Und es ist jetzt schwer vorstellbar, dass jene Menschen, die alle diese Lockdowns verursacht haben, die uns gesagt haben, jeder wird jemanden kennen, der bald sterben wird, und die Kinder könnten diejenigen sein, die den Tod zu ihren Großeltern bringen und all diese grauenvollen Dinge und dann der Versuch der Impfpflicht, die sitzen immer noch in der Regierung. Die werden doch den Teufel tun, hier irgendetwas zur Aufklärung beizutragen. Und die Medien tun es aber auch nicht. Es wird schon ein bisschen darüber geredet, aber es ist harmlos, bei dem Skandal, den es eigentlich verursacht hat. Man muss sich ja mal vorstellen, das hat den Tod von Menschen verursacht. Und man hat Ja. gesagt, es gibt keine Medikamente und nichts, es gibt nur diese Impfung. Genau. Also das heißt, es müssen diese Regierungen gehen. Es muss jetzt, wenn die Wahlen kommen, ein Austausch stattfinden, damit hier zusammengeräumt werden kann. Es geht ja gar nicht anders. Also stimme hinzu, diejenigen, die damals für diese Katastrophe verantwortlich waren, sitzen jetzt in Teilen immer noch in Regierungen. An maßgebenden Stellen in Parlamenten und in den Redaktionen. Die Journalisten darf man hier nicht aus der Verantwortung nehmen. Und die haben natürlich überhaupt kein Interesse an einer Aufarbeitung und schon gar nicht an einer strafrechtlichen Aufarbeitung. Diese Leute werden auch alles tun, um das zu verhindern. Und deswegen werden sie auch alles tun, um eine Politikwende zu verhindern. Wir werden uns in Deutschland als Werteunion für die Politikwende einsetzen, damit es zu einer Aufarbeitung kommt, einer politischen Aufarbeitung, aber auch einer juristischen Aufarbeitung. Denn wir haben es hier nicht zu tun nur mit einem einfachen Regierungsversagen, sondern es ist mutmaßlich mehr. Das sind schwere Menschenrechtsverletzungen, die damals stattgefunden haben. Genau. Wenn Kinder nicht zu ihren sterbenden Eltern gelassen werden, wegen dieser angeblichen Übertragbarkeit, wegen dieser Pandemie. Wenn kleine Kinder mit Masken in Schulen gehen mussten, Was wenn man Menschen. jetzt weiß, was in den RKI-Files drinnen stand, was die Experten gesagt haben, was nicht notwendig ist. Ja, wenn Menschen genötigt wurden, sich impfen zu lassen mit einem neuartigen, nicht erprobten Impfstoff, der eigentlich kein Impfstoff war, sondern eine Gentherapie, da sind das schwere und schwerste Menschenrechtsverletzungen, die wir bis heute jedenfalls noch sehen, weil viele Menschen unter diesen sogenannten Impfungen und den Folgewirkungen leiden. Und Menschenrechtsverletzungen müssen geahndet werden und sie hätten nur gerechtfertigt werden können. Oder ich sage mal entschuldigt, noch nicht mal ein Rechtfertigungsgrund, sage ich also, entschuldigt werden können, wenn Politiker gesagt hätten, die waren insoweit notwendig gewesen, um überragende andere Schutzgüter zu schützen. Überragende andere Schutzgüter hätte man sagen können, ja, lasst euch impfen, für euch ist es wirklich nur ein kleiner Pieks. Wir haben auch keine Erkenntnis, dass es wirklich gefährlich ist, aber ihr schützt damit Millionen andere. Da hätte man sagen können, diese Menschenrechtsverletzung könnte man damit entschuldigen. Aber sie kann man heute nicht entschuldigen, Nein. weil, wie wir aus diesen RKI-Files wissen, die Politiker damals genau wussten oder hätten wissen müssen, was die Nebenwirkungen sind und dass diese Impfung nicht die Folgen haben, die angeblichen positiven Folgen, die die Politiker verkündet haben. Ich Von daher sind es bin schwere. nicht so streng wie Sie. Ich sage, Sie hätten wenigstens sagen können, dass Sie keine Ahnung haben und dass jeder sich selbst seine Gedanken machen soll, was gut und richtig ist für ihn. Das ist das Minimum. Ja? Ich meine, Sie erwarten schon, dass Sie es gewusst hätten. Ich erwarte nur, dass Sie wenigstens gesagt hätten, dass Sie es nicht wissen. Schauen Sie mal als Minister, wenn man in eine Pressekonferenz geht und sich äußert zu den Wirkungen einer Impfung, muss man Sprechzettel und Sachdarstellung gelesen haben. Und für den Mitarbeitern des Ministeriums hätte ich erwartet, dass sie aufschreiben, was jedenfalls an Erkenntnissen darüber vorliegt. Und die Erkenntnisse damals, die lagen vor. Die Leute, die darüber sprachen, über diese Erkenntnisse, die wurden als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, als Schwurbler und Querdenker. Das heißt, die Mitarbeiter im Robert-Koch-Institut, die in unserem Bundesgesundheitsministerium, hätten sehr wohl diese ganzen Punkte aufschreiben müssen. Vermutlich haben sie es auch getan. Das sind ja nur die RKI-Files. Ich hätte gerne auch noch die Akten des Gesundheitsministeriums. Ja. Wenn Sie Das sich heißt, nur an das gehalten hätten, was in den RKI-Files drinnen steht und der Wissenschaft vertraut hätten, die Politiker, dann wäre schon vieles besser gelaufen. ja.
Ja, und was jetzt passiert ist, dass alle, die über diese Themen reden, die über die Themen der Robert-Koch-Institut-Files reden, die über Friedenspolitik reden, die der EU ein bisschen kritisch gegenüberstehen, die werden jetzt massiv geframed, weil das spricht ja viele Menschen an. Die werden jetzt massiv geframed und die sind böse und dass diese Parteien, die diese Themen ansprechen, die muss man möglichst verbieten und ausgrenzen. Also ich nenne das jetzt das Faeser-System. Man versucht ein Schlupfloch zu finden, dass man den Menschen ja das Bild mitgibt, dass das mehr oder weniger ja der Wolf im Schafspelz ist. So wie Sie ja auch, ne? Sie sind ja auch quasi der Wolf im Schafpelz, weil Sie für diese Themen auch einstehen. Also Sie werden massiv angegriffen und eigentlich sagt man den Menschen da draußen, ihr braucht denen gar nicht zuhören. Das sind alles Rechtsextreme. Und das ist eben sehr gelungen, wie Sie gesagt haben, dass man quasi über die Medien diesen Ball super gut abgeschossen hat, dass viele Leute dann Angst kriegen und sagen, ja, wenn die alle rechtsextrem sind, puh, dann ist es doch gefährlich, wenn ich die wähle. Wie kann man den Menschen hier helfen, so wie bei der Corona-Thematik, dass man ihnen offen und ehrlich gegenübertritt und sagt, so liegen die Dinge. Wie tun Sie da? Da sind wir wieder bei dem Thema, das Sie vorhin angesprochen hatten, Frau Giuliani, nämlich das Vertrauen. Ja. Hier wird bis zum letzten Atemzug, glaube ich, von diesen Politikern das Vertrauen der Menschen ausgebeutet. Ja. Ja, es wird regelrecht ausgebeutet. Die Menschen haben immer noch ein Vertrauen in die Institution. Und wenn die Institutionen sagen, der ist rechtsextrem, der ist ganz, ganz gefährlich, dann haben die Menschen ein Vertrauen. Und wenn sie dieses Vertrauen nicht mehr haben, dann werden sie selber eingeschüchtert. Denn wenn man sich mit dem abgibt, wenn man den trifft, dann ist man selber rechtsextrem. Dann springt der Rechtsextremismus über durch Kontaktschuld, ne, durch Aerosole wird Rechtsextremismus übertragen. Ja. Das funktioniert derzeit immer noch, leider immer noch, gerade in den westlichen Teilen Deutschlands, wo viele Menschen immer noch um 20 Uhr, wenn sie den Gong der Tagesschau hören, glauben, hier wird das Wort Gottes verkündet. Im Osten Deutschlands geht die, ich sage mal, geht die Sonne auf. Da sind die Leute früher wach, weil sie eben schon eine Erfahrung gemacht haben mit einem aus Ja. dem Ruder gelaufenen Regime. Und da sind sie einfach kritischer. Und um Ihre Frage zu beantworten, was wir tun müssen, wir müssen die Leute einfach wachrütteln. Ja? Vertrauen ist gut, Kontrolle und Kritik sind wesentlich besser. Es ist notwendig, dass die Menschen sich immer wieder die Frage stellen, wird hier mein Vertrauen ausgebeutet oder ist das Vertrauen, das ich in Institutionen stelle, berechtigt? Genau. Damit hat sich der Kreis eigentlich ganz wunderbar geschlossen. Herr Dr. Masen, es war mir wie immer eine sehr große Ehre und Freude, mit Ihnen ein Gespräch zu führen. Sehr gerne, Frau Giuliani. Ich habe wieder viel gelernt und meine Zuschauer auch und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen das Allerbeste. Passen Sie auf sich auf. Dankeschön, Sie auch. Schönen Tag. Danke. Genau.